Ahoi, liebe Vivifam, hier ist wieder euer Captain und heute wieder mit ein paar sehr interessanten News, die uns Vivi wieder mal hier gedroppt hat. Unter anderem haben wir einen neuen Licenser, aber wir werden auch auf jeden Fall bei etwas sehr Großem vertreten sein. Unter anderem möchte ich auf den Omicost drauf eingehen, aber auch zum Beispiel auf die Augmented Reality und Apple und was mich persönlich da auch ziemlich enttäuscht. Fangen wir jetzt aber mit dem Video an und mit dem ersten Thema. Wir haben einen neuen Licenser und ja, ich denke mal, viele können ihn jetzt hier auch schon erkennen, und zwar der kleine Prinz. Ich persönlich kenne ihn auch aus meiner Kindheit. Ich habe das damals sehr, sehr gerne geschaut, weil es einfach wirklich eine sehr coole Serie war. Für die Leute, die hier in Deutschland sind, kennen das wahrscheinlich auch. Auf Kika zum Beispiel ist das damals gelaufen. Meiner Meinung nach eine sehr coole Sendung gewesen. Und deswegen fühle ich das auch sehr, dass wir jetzt hier den kleinen Prinzen auch auf Vivi sehen werden. Ich denke, das Ganze wird in Buchform bzw. in Comicform rausgebracht, die man dann digital bzw. in Augmented Reality lesen kann. Das wäre auf jeden Fall sehr cool. Ansonsten denke ich mal, wird es auf jeden Fall Collectibles geben. Aber das hat hier Vivi wirklich noch nicht wirklich differenziert, was sie jetzt davon rausbringen wollen. Ich denke mal, aber eins von beiden können wir auf jeden Fall erwarten. Aber weil es ein Buch ist, denke ich auf jeden Fall, werden wir hier mindestens eine Buchform auf jeden Fall irgendwie erleben. Aber wir lassen uns auf jeden Fall überraschen, was da Vivi noch für uns offen hält. Ansonsten werde ich das Ganze hier unten nochmal verlinken. Ein sehr interessanter Artikel, den sie noch im Blog geschrieben haben zu dem ganzen Thema. Denn das Ganze ist schon wirklich sehr, sehr alt. Mittlerweile ist es 75 Jahre alt, in schon 300 Sprachen verfügbar. Und es wird über 200 Millionen Kopien weltweit verkauft. Also, hier haben wir jetzt auf jeden Fall einen weiteren sehr, sehr coolen Fact. Und zwar wird Vivi auf der DesignerCon 2021 vertreten sein. Und das ist wirklich sehr, sehr cool, denn es sind über 300 Artisten dort vertreten. Das Ganze geht 3 Tage und das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Das Ganze findet vom 12. bis 14. November statt. Und soweit ich weiß, ist das in den USA. Das heißt, beziehungsweise hier in Anaheim, wahrscheinlich ist das hier Kalifornien, wenn ich mich jetzt gerade nicht ganz irre. Auf jeden Fall in Amerika findet das Ganze statt. Und wenn man hier so mal runterscrollt, dann findet man auf jeden Fall das ein oder andere Mal auch Vivi mit dabei. Zum Beispiel wie hier. Und zwar NFTs werden präsentiert bei Vivi. Und ich denke, hier wird auf jeden Fall das Ganze auch nochmal einen immensen Schritt nach vorne machen für Vivi, um hier vielleicht auch nochmal neue Künstler an Land zu ziehen. Und ich denke, das wird auf jeden Fall nur positiv ausfallen für Vivi. Ansonsten, wenn man hier nochmal ein bisschen weiter runter scrollt, dann sieht man hier zum Beispiel auch unter den Sponsoren ist Vivi natürlich groß vertreten. Ich muss sagen, das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass Vivi da auf jeden Fall auch am Start ist. Und ich denke, wir werden hier auf jeden Fall absolut nur profitieren können. Und ich denke, das wird auf jeden Fall nicht so ein Desaster wie bei der Comic-Con. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wie erfolgreich das Ganze für Vivi sein wird. Ob sie wirklich dort vielleicht den ein oder anderen Lizenzpartner dann doch noch an Land ziehen können. Als nächstes möchte ich auf jeden Fall den Omicost mit euch kurz mal besprechen, denn der ist momentan ziemlich am Abgehen. Wir haben jetzt innerhalb hier der letzten 14 Tage allein 47% plus gemacht. Innerhalb der letzten 7 Tage haben wir 62% hier plus gemacht. Und in den letzten 24 Stunden allein haben wir 16% plus gemacht. Und das ist schon ganz schön ordentlich, meine lieben Freunde. Und wenn wir uns hier mal den Chart anschauen, dann sehen wir hier auf jeden Fall, hier geht es ordentlich nach oben. Das war hier am 11. September, mittlerweile haben wir den 18. Und das ist hier schon Wahnsinn, wie das hier nach oben geschossen ist. Wir sehen hier auf jeden Fall mittlerweile, dass Vivi bzw. Ikomi auch deutlich interessanter wird. Allein aus dem Grund, weil natürlich der OpenSea Release immer näher rückt. Denn wir haben mittlerweile auch nur noch 12 Tage, bis das Ganze released werden kann. Und das ist natürlich nicht mehr lange und da spekuliert natürlich jeder drauf, dass das Ganze jetzt auch durch die Decke gehen wird. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das so passieren wird. Aber das ist natürlich keine Anlageberatung. Entscheidet selbst, wann ihr investiert. Ich persönlich warte jetzt noch einen Moment. Aber ich denke, ich werde hier auch irgendwann einsteigen, wenn das Ganze ein bisschen so korrigiert ist, hier so auf vielleicht 0,004 $. Ansonsten kommen wir nochmal ganz kurz auf OpenSea zurück. Und zwar
hat OpenSea ihre Mobile-App released und das ist natürlich auch nochmal sehr, sehr cool, denn dadurch müsst ihr nicht mehr irgendwie über einen Browser oder über euren PC zum Beispiel NFTs kaufen, sondern ihr könnt das Ganze über euer Smartphone machen und ich muss sagen, das gefällt mir sehr, sehr gut, denn so hat man einfach nochmal einen viel besseren Zugriff auf das Ganze und das Ganze ist einfach nochmal ein bisschen leichter zu managen, unter anderem aber auch flexibler. Außerdem denke ich, hier wird das auf jeden Fall auch nochmal ein immenser Vorteil sein, wenn wir Vivi sozusagen auch auf OpenSea haben, denn das wird auf jeden Fall nochmal das Ganze viel mehr erleichtern, auch Vivi Collectibles zu bekommen und dann wiederum auf Vivi zu übertragen. Kommen wir jetzt aber zum iPhone 13 und zwar, da muss ich leider sagen, ich habe ja ein Video über das Thema Augmented Reality und Apple gemacht. Ich muss sagen, ich bin leider ein bisschen enttäuscht, was das Ganze angeht, denn es wurde bei dem ganzen Apple-Event leider nicht wirklich viel darauf eingegangen, was denn jetzt zum Beispiel die Augmented Reality betrifft. Da gab es anscheinend keine wirklichen Neuerungen. Das heißt, wir müssen einfach mal schauen, ob vielleicht Apple da das ein oder andere Secret versteckt hat für uns. Vielleicht haben wir die ein oder andere Möglichkeit. Ich denke mal, dass der LiDAR-Scanner vielleicht ein bisschen optimiert wurde, aber anscheinend nicht so krass, dass es irgendwie erwähnenswert war. Deswegen, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr euch das holen wollt und was ihr dann sozusagen dort auch vielleicht für Ergebnisse bekommen habt, ob das Ganze vielleicht besser oder schneller läuft. Aber ja, ansonsten muss ich leider sagen, bin ich da etwas enttäuscht, was das Ganze angeht. Ich hätte mir da ein bisschen mehr erwartet, im Prinzip halt, was den LiDAR-Scanner angeht. Vielleicht irgendwelche speziellen Funktionen noch, Verbesserungen des Ganzen. Oder einfach eine komplette Überholung davon. Aber mal schauen, was uns da noch in der Zukunft erwartet. Vielleicht leben wir mit dem iPhone 14 auf jeden Fall einen großen Sprung. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ansonsten war es das jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Like, ein Abo oder auch einen Kommentar da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und auch supporten. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Macht euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Macht's gut und ciao, ciao.